Moin! Jo, heute mal wieder eine Taschenlampe und zwar die HS41 aus dem Hause Sofern, eine Winkelkopflampe, eine Stirnlampe, eine Kopflampe, eine EDC-Lampe, eine Arbeitslampe. Ja, einfach eine sehr universelle Lampe, Taschenlampe, kannst du auch über den Clip ja, am Körper, in der Hosentasche tragen. Oder halt, da wir hier so einen gebogenen Clip haben, kannst du die an die Ausrüstung anbringen, anstecken, an den Rucksack. Da sind einige Möglichkeiten gegeben. Eine Menge Power hat die auch. 4000 Lumen, sagt Sofern. Da konnten dann hoffentlich die Aufnahmen am Anfang schon einen gewissen Eindruck davon widerspiegeln. 325 Meter Leuchtweite wird hier angegeben. Vier LEDs sind im Lampenkopf verbaut. Betrieb dann hier oben über den gummierten Seitenschalter. Aluminium Body. Also durchaus, wie man es so gewohnt ist von solchen Lampen. Nur haben wir hier halt, die hat halt schon einiges an Gewicht, weil wir haben 21 700er Akku. Das ist natürlich dann von der Kapazität eine feine Sache. Hier hauseigener Akku. Mit 5000 Milliampere-Stunden sehr, sehr exakt gefertigt. Da passt der Akku genau rein. Gewinde sehr sauber geschnitten. Also Preis-Leistung bei Sofern, da gibt es mal wieder nichts zu meckern. Ich hätte mir ein etwas matteres Finish gewünscht, wie hier bei der Sofern SC32. Das aber, ja, das ist Geschmackssache. Hier auch gleich mal der erste Größenvergleich. Die sind sich dann preislich auch recht ähnlich. Meistens gibt es ja noch Rabatte. Aber wenn man zum Beispiel bei Amazon schaut, dann liegt die, glaube ich, so um die 50 Euro. Aber wie gesagt, da gibt es ja nicht selten Rabatte. Manchmal 10%, manchmal sogar 20%. Liegt man also in der Range zwischen 40 und 50 Euro bei diesem Modell. Und das ist von der Power, von der Leuchtleistung und von der Verarbeitungsqualität immer wieder ein guter Deal. Da gibt es wirklich überhaupt nichts zu meckern. Ich sagte es ja schon, Gewinde sauber geschnitten, auch das Laufgewinde am Lampenkopf, da gibt es auch gar nichts. Läuft geschmeidig, hat O-Ringe verbaut, IPX8 gut wasserdicht und das macht halt alles einen sehr anständigen Eindruck. Möchte man die Lampe halt wirklich als Stirnlampe tragen, dann muss man sich darüber Gedanken machen, wo man die Lampe einsetzen möchte. Diese Lampe wiegt mit Akku um die 155 Gramm, das ist also schon einiges, sind ungefähr 15 Gramm mehr als meine BSS V4. Also das ist für eine Stirn- und Kopflampe über 150 Gramm, ist das schon nicht ohne. Wenn man da also zum Beispiel im Sommer mal einen Overnighter einfach nur machen möchte und abends so am Lagerfeuer oder wenn man Nachtangelei macht etc., möchte man einfach so ein bisschen Licht haben, dann ist das hier vielleicht ein bisschen zu viel. Das hat alles natürlich immer so seine Vor- und Nachteile. So ein großer Akku, viel Kapazität, damit kommst du halt dann locker durch die Nacht durch. Beim kleinen Akku kann es mal sein, dass der dann vielleicht doch schon zur Neige geht. Ja, da muss man immer abwägen, was man möchte. Generell so für einen Overnighter, wenn man denkt, man braucht auch gar nicht so viel Licht. Und man möchte dennoch die Lampe einfach permanent am Kopf haben, dann würde ich wahrscheinlich eher zu einer Lampe tendieren, die mindestens 50 Gramm leichter ist. Das ist nicht viel Gewicht, aber auf Dauer spürt man das dann doch am Kopf, gerade wenn man da von der Nackenmuskulatur ein bisschen sensibel ist. Andere merken das gar nicht. Da muss man seine eigenen Erfahrungen sammeln. Ja, ich sehe die halt eher als Arbeitslampe, als universelle Lampe, als EDC. Teils bedingt. Ich habe sie in der Hosentasche getragen. Das war auch vom Einstecken über einen Clip okay. Der ist hier ja sehr gerundet. Lässt sich daher im Grunde dann nicht ganz so einfach einstecken. Aber wie auch bei der SC32 hat einen ähnlichen Clip. Den hebt man dann mal kurz an mit beiden Fingern. Und dann schiebt man die Lampe einfach über den Hosensaum. Wird dann auch sicher gehalten. Das also kein Problem. Lässt sich aber natürlich auch demontieren oder aber auch umsetzen, dieser Clip. Und wenn man den dann abmacht, weil man den nicht braucht, weil man die Lampe zum Beispiel im Herbst
in der Jackentasche bei sich trägt, dann ist das eine gute Allzwecklampe. Einschalten tut man sie halt hier oben über den gummierten Klicki am Kopf. Ist jetzt gerade noch mit einem elektronischen Lockout gesichert. Also wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann blinkt sie nur. Das zeigt dann halt an, dass sie gesichert ist. So hat man aber immer noch Momentlicht. Schwaches Momentlicht finde ich gar nicht verkehrt. Und wenn ich jetzt viermal klicke, 1, 2, 3, 4, dann ist sie halt einsatzbereit. Drücken und gedrückt lassen und dann switcht man durch die einzelnen Lichtstufen. Und hier halt in Besonderheit dann zum Beispiel, dass man einen High-Mode mit 1500 Lumen abrufen kann über einen Doppelklick. Dann hat man die 1500 Lumen und wenn ich dann nochmal einen Doppelklick mache, dann sind wir im Turbo-Mode, das sind dann 4000 Lumen. Da wird dann auch der Lampenkopf merklich wärmer. Rein von der Temperatur ist das jetzt noch okay. Die erwärmt sich halt, ist aber noch nicht heiß. Das dürfte in einer Minute anders aussehen und dann wird halt peu à peu runter geregelt. Um in den elektronischen Lockout wieder zu gelangen, genau dasselbe, Lampe aus. Viermal klicken, dann blinkt sie, durch das Blinken wird es halt angezeigt und um den aufzuheben, dann halt wieder viermal klicken und dann ist die Lampe wieder an. Wenn die Lampe aus ist, man macht den Doppelklick, dann ist man zuerst halt in diesem High-Mode mit den 1800 Lumen. Hier oben noch eine LED, die dir über die, die Kapazität des Akkus Infos gibt. Wenn es grün ist, ist alles im grünen Bereich. Irgendwann wird sie dann rot, dann solltest du den Akku mal nachladen. Wenn es rot blinkt, dann ist es fast schon zu spät. Je nachdem, wo du unterwegs bist, zu Hause kein Problem. Aber da sollte man immer ein Auge drauf haben. Jo, und nochmal Doppelklick, dann halt die 4000 Lumen. Das ist wirklich einiges. Der Unterschied von 1500 zu 4000 ist nicht so krass, wie man sich das vorstellt. Das sieht man dann in den Details, wenn man sich ganz in Ruhe alles mal anguckt. Da sieht man dann einfach nochmal, wie die vier LEDs wirklich das Licht ganz weit streuen, in den letzten Winkel noch. Und halt auch das Licht ordentlich weit werfen. 325 Meter werden angegeben, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber so 100, 150 Meter, da werden Objekte, gerade Häuser, Bäume, die ein bisschen größer sind, noch gut angestrahlt und erleuchtet. Also die hat schon eine Menge Power, diese Lampe, in diesem Preisrahmen, in der Verarbeitungsqualität liefert Sofern da auch sauber ab. Die ganze Fertigung, da gibt es in meinen Augen nichts zu meckern. Am unteren Schraubgewinde ist noch ein Magnet angebracht. Dann kannst du das halt an Oberflächen, die magnetisch sind, anbringen. Da sind wir dann wieder beim Bezug Arbeitslampe, zum Beispiel im Auto oder halt irgendwo in der Werkstatt. Da hat man ja immer irgendwelche Spots, wo man so eine Lampe dann anbringen kann, ausbringen kann, aber auch stehend. Ist das ganz gut. Da ist dann so eine Lampe durchaus im Vorteil zu so einem normalen Format. Also die haben absolut ihre Berechtigung, solche Lampen. Ich nutze eine HL18 von Lumentop seit vielen Jahren. Und solche Lampen erfreuen sich auch durchaus einer steigenden Beliebtheit bei Personen, die ja sowas gerne als EDC dabei haben. Dann in kleinerem Format. Hier etwas anders aufgebaut, die Wuben E7, da haben wir dann zwei LEDs, super kompakte Lampe und die hat dann 1800 Lumen. Können wir mal die 1500 Sofern und hier die Wuben, auch von der Lichtfarbe mal ein kleiner Unterschied. Hier quasi kein Spot vorhanden, hier doch ein Spot, der Strecke nach vorne macht. Und solche kleinen und kompakten Lampen, die werden dann gerne auch mal als EDC eingesteckt. Die kriegt man überall gut deponiert, in jeder Tasche, Jackentasche kein Problem, aber auch Hosentasche. Hier sieht das wieder ein bisschen anders aus. Über 150 Gramm Gewicht machen sich da bemerkbar. Die Bauweise, der breite Kopf macht sich bemerkbar. Aber kannst du natürlich mit dabei haben als EDC. Da sehe ich persönlich die Lampe jetzt nicht. Eher die universelle Arbeitslampe oder Herbst, Winter in der Jackentasche mit dabei. Werkzeugkasten, im Auto, in der Werkstatt, in der Angelkiste, im Autorucksack. Da ist das Teil gut aufgehoben. Die Lampe hat auch noch einen Ramping-Mode, also einen dimmbaren Lichtmode. Wenn die Lampe an ist und man drückt viermal, 1, 2, 3, 4,
Dann blinkt sie auch, dadurch wird der Wechsel angezeigt. Und wenn ich jetzt halt die Lichtintensität wechseln möchte, so anpassen möchte, wie ich es für richtig halte, dann halt draufdrücken, gedrückt halten und dann rampt, switcht sie halt hoch und runter. Muss dann einfach nur gedrückt halten, dann runtergehen bei der Lichtstufe, wie man möchte. So wechselt man auch die Richtung, also mehr oder weniger Licht. Und von der Geschwindigkeit ist das hier ganz okay, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Und Memory Mode, dann schaltet sie in dieser Lichtstufe wieder ein. Wenn man das nicht mag und lieber die Stufen haben möchte, dann halt die Lampe wieder anschalten, 1, 2, 3, 4 mal klicken. Und dann ist man wieder im normalen Mode mit den Stufen. Das switcht ihr dann halt durch die einzelnen Lichtstufen durch. Gibt dann noch den Strobe-Mode. Das ist dann dreimal klicken. Da hat man ordentlichen Strobe, der im Rhythmus auch wechselt. Und wenn ich im Strobe-Mode bin und dann drücke und gedrückt halte, ein paar Sekunden warte, dann switche ich in einen SOS-Mode. Und dann hat man halt SOS als Warn- und Notsignal noch verfügbar. In der Umverpackung sind dann noch Ersatzohrringe, USB-C-Ladekabel, umfangreiche Bedienungsanleitung und dann halt noch hier das Kopfband. Man muss schon sehr, sehr dehnen, um die Lampe darauf zu bekommen. Da musst du dann halt den Clip abmachen. Also das bietet sich an, den abzumachen. Und dann musst du halt die Lampe hier durchfädeln und das ist halt ein Schieben und Drücken und da müssen die Silikonringe schon enorm überdehnt werden, um die Lampe da gut reinzubekommen. Kannst du den Leuchtwinkel einstellen und da sitzt sie dann auch wirklich sicher, aber halt dieses Rein- und Rausfriemeln gefällt mir persönlich nicht ganz so gut, da mag ich andere Lösungen lieber. Jo, aber das so, ja, so insgesamt in meiner Wahrnehmung. Das Kopfband, ja, fand ich jetzt nur okay. Ich muss dazu aber auch sagen, dass das oftmals bei mir so ein Punkt ist, wo ich nicht ganz so happy bin. Da sind dann vielleicht fest verbaute Systeme, wie zum Beispiel von Nightcore, wo alles so ein Element ist, beziehungsweise in der Gestaltung, im Design anders, sagt mir da ein bisschen mehr zu. Aber da hat man dann natürlich nicht diese Leistung, diese Power wie hier jetzt. Hier hat man halt die Multifunktionalität. Ist alles immer ein Abwägen, ein Für und Wider. Generell die HS41 von der Power, was die raushaut, von der Verarbeitungsqualität, für den Preis geht das völlig in Ordnung. Ja, würde ich also durchaus empfehlen, wie so oft bei Sofernlampen. Jo, und das war's dann auch von mir. Ja, gerne Feedback zu dalassen, falls einer von euch die HS41 in Benutzung hat. Und dann verbleibe ich wie immer mit, bleibt gesund. Peace, ich bin raus.